Alle anderen Parteien präferieren diese Möglichkeit, um dem demografischen Problem einigermaßen Herr werden zu können und um den nachfolgenden Generationen überhaupt noch eine minimale Rente zusichern zu können. Dieser Ansatz wird aber an der Realität scheitern, da man ab einem bestimmten Alter einfach kräftemäßig und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dazu in der Lage sein wird. Durch Rentenkürzungen und die Anhebung des Rentenalters hat man immer kurzfristig versucht, die Missstände zu beheben, aber nie an der Lösung dieses Problems wirklich gearbeitet. Schon vor Jahren hätten wir eine andere Familienpolitik gebraucht, um dafür zu sorgen, dass es überhaupt genug junge Menschen gibt, die die Rente finanzieren können.